Beni ayağımdan vurdular. Ne savaşlar, ne felaketler gördüm. Ama böyle ihanet görmedim. Vor genau 5 Jahren, am 28. November 2015, wurde Tahir Elçi durch ein Attentat ermordet. Am helllichten Tag, in aller Öffentlichkeit, in seiner Heimatstadt Diyarbakır. Tahir Elçi war kurdischer Rechtsanwalt und Vorsitzender der Anwaltskammer Diyarbakır. Er setzte sich für eine friedliche und politische Lösung der kurdischen Frage ein. Als anerkannter kurdischer Menschenrechtler war er den türkisch-nationalistischen kriegstreibenden Kräften ein Dorn im Auge. Über einen längeren Zeitraum wurde er von diesen Kräften, ihren Herzblättern und Medien zur Zielscheibe gemacht. Noch am Tag seiner Ermordung rief er zum Ende der Gewalt in Kurdistan auf. Dies waren seine letzten Worte. Die türkische Justiz und auch die Regierung hatten weder damals ein Interesse daran, die Hintergründe des politischen Mordes an Tahir Elçi aufzuklären, noch haben sie dies heute. Tahir Elçi war nicht nur in der Türkei als Anwalt tätig. Er vertrat auch Mandanten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und war über die Grenzen der Türkei hinaus als Verteidiger von Rechtsstaatlichkeit und Frieden bekannt. Deswegen hat die Pariser Anwaltskammer ihrem Kollegen im September 2020 posthum die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Wir haben Tahir Elçi und sein Engagement für Rechtsstaatlichkeit und Frieden nicht vergessen und möchten heute seiner gedenken. Wir nehmen den 5. Todestag von Tahir Elçi zum Anlass, um über den Zustand von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in der Türkei zu sprechen, sowie über die Auswirkungen der Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei auf Deutschland. Yıllar önce Afganistan'da Taliban güçlerinin Buda heykelini bombalama görüntülerini hep birlikte dehşet içinde izlerdik. Yine son birkaç yıl içinde IŞİD denilen o barbar grupların Palmira'da, Musul'da, Ezidi yurdu Şengal'de o insanlığın tarihi birikimlerine yönelik suikastlarını, bombalamalarını hep endişeyle, kederle izlerdik. Ve Türkiye toplumu olarak hep şunu derdik. Aman bunlar bizden uzak olsun. Ne yazık ki çok kısa bir süre içerisinde bizim de tarihi eserlerimize, tarihi değerlerimize yönelik benzer girişimler söz konusu oldu. Hemen yanı başımızda bulunan Diyarbakır deyince zihinlerimizde en çok canlanan, Diyarbakır ismiyle en çok anılan, zihinlerimizde Diyarbakır'ın adıyla en çok sembolize olan dört ayaklı minareyi ne yazık ki 2 gün önce şu anda gördüğünüz gibi ayağından vurdular. Tarihi 4 ayaklı minare insanlığa sesleniyor. Beni ayağımdan vurdular. Ne savaşlar, ne felaketler gördüm. Ama böyle ihanet görmedim diyor bize. Değerli arkadaşlar, bu tarihi yapı Anadolu'da örneği tek olan bir eserdir. Dünyada bunun bir örneği yoktur. Biz bu tarihi bölgede birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış, bu kadim bölgede insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz. Tarihi bir değere yönelik bu suikasti, bu saygısızlığı kınıyoruz. Tarihine, tarihsel değerlerine
tarihsel mirasına sahip çıkmayan toplumlar doğru ve güvenli bir gelecek de kuramazlar. Tarihimize, değerlerimize, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkalım diyoruz. Sosyal bir insandı, kibirlik yoktu kendisinde. Yani dünya güzeli bir insandı, dünyada hiç kimseye zararı da olmayan bir insandı. Yani ben inanmıyorum yani, bir insanın ondan rahatsız olacağını inanmıyorum. Yani öyle bir insandı. Gerçekten kibar bir arkadaşımız, kibar yani, adından fazla kibar yani. Hayatımda onun kadar cesur birisini tanımadım. Dehşet sağduyulu bir insandı. Acayip sevimli, tatlı, içten bir insan. Kısa bir sürede anladım onun çok farklı birisi olduğunu. Akıl almaz derecede bir aktifliği ve hızı vardı. Meselelere, toplumsal meselelere veya o an gelişen bir insan hakkı ihlaline anında ve çok hızlı bir şekilde müdahale etme arzusu ve yeteneği vardı. Çok ilginçtir. Şırnak Arıza Mahkemesi SEGBİS üzerinden yani ses ve görüntü yöntemi ile başka şehirlerden sanıkları dinlemeye karar vermişti. Yapılmış yani ve vücuduna isabet eden kuvvetli delici bir mühimmatın vücut içinde dağılarak çoklu organ harabiyetine neden olduğu biçiminde. Nasıl oldu diye bir var mı? Bunu nasıl oldu bunu? O vatandaş biliyor musun? Nasıl bilmiyor? Yani bu top mermisinin tam top giriş mermisi. Deliği. Evet, aynen öyle. Top mermisinin giriş deliği. Çok ilginç. Evet. Tamam. Tamam. İnatçı bir hukukçuydu. Onun inadı şuydu. Bir işi aldığı zaman o işle ilgili nihai sonucu elde edene kadar peşini bırakmazdı. Hiçbir zaman demoralize olmazdı. Görüşmeler sonunda bizim edindiğimiz temel beklenti bu. Hem yetkililere sesleniyorlar hem siyasetçilere sesleniyorlar. Ve özellikle 9 gündür süren neredeyse Silva'nın yarısını oluşturan bu 3 mahallede süren abluka, silahlı çatışma ve sokağa çıkma yasağının bir an önce sona ermesini. Yani hiçbirimize iş bırakmıyordu. Her şeye yetişmeye çalışıyordu. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyordu. Her şeyi en iyi ve en hızlı şekilde yapmaya çalışıyordu. Savcılığın teslim et. Teslim et. Savcılığın alması lazım bunların ya. Göster istersen. Arkadaşlar evet, MKE diye yazıyor. İsterseniz görüyor musunuz? Evet yani...
çok şey yarım kaldı. İnsan ölümle tanıştıktan sonra bazı korkularını da yeniyor aslında. Yaşamayı yaşatmayı seven bir insan bu toprağın altında yatıyorsa ben de kalabilirim diyorsun. Ölüm korkutucu olmaktan çıkıyor yani. Öyle bir şey işte. Bazen havalandan Tahir'i almaya giderdim. Mezarlık alanı ikiye ayıran yolun oradan geçmek zorunda kalırdım. Bir gün yine tekrar onu almaya giderken yolumu uzata uzata gittim tabii. Niye geç kaldığımı sordu. Ben şey dedim ya Tahir inan ki ben mezarlık yoldan geçemiyorum deyince bir gülmeye başladı. Arabanın içindeyken niye korkuyorsun ki dedi. Ara sıra gelip bu ağaçları falan suladığımda topraktaki haşereleri falan seyretmek de ayrı bir huzur veriyor bana. Bir bakıyorsun her bir ucundan bir kertenkele kaçışıyor. Karınca toprağa bata çıka ilerliyor. Karıncalara bakınca karıncayı incitmezdi sözünü hemen düşünmeye başlıyorum. Ama maalesef değil karıncayı herkes bugün birbirini acımasızca eziyor, incitiyor. Hatta canına kıyıyor. Dili dışarıda bir yılanı gördüğün zaman aslında şeyi düşünmen lazım. Yani acaba bu yılan susamış mı? Ondan dolayı mı dili dışarıda? Ama nedense biz hemen anında yılanı öldürmeye kalkışıyoruz. Hatta sürüne sürüne kendi halindeki solucanı bile öldürmeye kalkışıyoruz. Solucan yılana benziyor. Yılana benzemesi yeterli öldürülmesi için. Hatta o da yetmiyormuş gibi cümle canlıyı toprakla beraber yakmaya çalışıyoruz. Toprağı yakıyoruz, düşünebiliyor musun? Die unter anderem mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnete Rechtsanwältin Ellen Keskin ist eine renommierte Menschenrechtlerin, die sich nicht einschüchtern lässt. Sie ist Gründungsmitglied und langjährige Vorsitzende des Menschenrechtsvereins IHG. Am 9. September diesen Jahres begann das sogenannte Özgür Gündem-Hauptverfahren gegen Ellen Keskin und ihre drei Mitangeklagten, darunter die Schriftstellerin Aslı Erdoğan. Aus diesem Anlass erklärte die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt, Bärbel Kofler, am 4. September Folgendes. Ich wiederhole meinen Appell an die türkische Justiz, Ellen Keskin und ihren Mitangeklagten faire rechtsstaatliche Verfahren zu gewähren, so wie es den internationalen Verpflichtungen der Türkei entspricht. Presse- und Meinungsfreiheit sind das Rückgrat einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft. In der Türkei werden leider schon seit langem Entscheidungen gefällt, die die Zivilgesellschaft einschüchtern und kritische Stimmen zum Verstummen bringen wollen. Umso wichtiger ist es, dass wir das Verfahren gegen Frau Keskin genau beobachten. Der Einsatz von Frau Keskin für ihre Mitmenschen und ihr Mut, Menschenrechtsfragen ungeachtet des persönlichen Risikos immer wieder zu thematisieren, verdienen unsere Anerkennung. Tahir Elçi, insan hakları mücadelesinde çok yakından tanıdığım, çok fazla bir arada çalıştığımız, birçok hak ihlali tespitinde ortak heyetlere katıldığımız, raporlar hazırladığımız, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Yıllarca gözaltında kaybedilen insanların, kontrgerilla cinayetlerinde katledilen insanların, yakılan köylerin izlerini birlikte sürdük Tahir'le. Tahir hem
çok iyi bir aktivist hem de çok iyi bir hukukçuydu. O kadar çok paylaştığımız anı var ki, ama ilk aklıma gelen Lice'nin yakılıp yıkıldığı ve Lice'de yaşayan erkeklerin koruculuk dayatmasıyla gözaltına toplu olarak alındıkları olayda bir heyet olarak gitmiştik ve orada o kadar çok acılı insanla karşılaştık ki hepimiz çok kötü durumdaydık ve en sonunda tespit ettiğimiz ve halkın anlattıklarıyla gerçekler ortaya çıkınca alay komutanı bize sinirlenip bizim sıraya geçmemizi istedi. Hepimiz sıraya geçtik ve askerlere tarayın bunları talimatı verdi. O anda ölüm korkusunu da hep birlikte yaşadık ve ondan sonra defolun gidin diye alay komutanının bağırmasından sonra hepimizin arabalara binip işte Diyarbakır'a doğru yol almamız, o acıyla karışık bir taraftan ağlayıp bir taraftan gülmemiz, bunlar ilk olarak aklıma geliyor. Yani o kadar çok olayı birlikte yaşadık ki, Vedat abinin, Vedat Aydın'ın katledilmesini, Musa Anter, yani o kadar ortak acımız ve ortak bir dayanma gücümüz vardı ki bizi birbirimize bağlayan. Tahir sanıyorum birçok insan için aynı duyguları uyandıran bir kişi. İyi bir aktivist, iyi bir hukukçu ve iyi bir insan. Maalesef 29 Kasım'da tam 5 yıl olacak Tahir'i kaybedeli. Ben insan hakları mücadelesini hep ölülerimize karşı borcumuz olarak tanımlarım. Ne yazık ki bunlardan biri de Tahir oldu hayatımızda. Onu gerçekten hem acıyla, hem hürmetle, hem sevgiyle anıyorum. Das AKP-Regime lehnte eine Untersuchung im Fall Tahir Elçi ab. Erst 5 Jahre nach seinem Tod wurde das Verfahren im Fall Elçi eröffnet. Unabhängige Untersuchungen und Rekonstruktionen ergaben, dass der tödliche Schuss auf Elçi mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Polizisten abgegeben wurde. Osman Okan hat mit Sezgin Tanjukulu, CHP-Abgeordneter, Rechtsanwalt und ehemaliger Vorsitzender der Anwaltskammer Diyarbakır über Rechtsstaatlichkeit, über die jüngste Verhaftungswelle in Diyarbakır und über die Ermordung von Tahir Elçi gesprochen. Sayın Sezgin Tanjukulu, sizi nerede buluyoruz şu anda? Nereden görüşüyoruz? İstanbul'dayım ben. Evet. Şu anda ama Diyarbakır'daki gelişmeleri de yakından izliyorsunuz. Diyarbakır'da son günlerde avukatlar, hukukçular üzerinde bir operasyon yapıldı. Bununla ilgili şu andaki bilgilerinizi aktarabilir misiniz bize? Tabii ki dün sabah itibariyle Demokratik Toplum Kongresi ile ilişkili oldukları gerekçesiyle aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 100'e yakın olduğu ifade edildi. Bunların 30'u civarında olanın avukatlardan olduğu ifade edilmişti. Dün sabahtan itibaren, saat 5'ten itibaren, dün sabah 5'ten itibaren gözaltılar yapıldı. Ama akşam saatlerinde sanırım yanlış hatırlamıyorsam 17 avukat, avukatların tümü, Diyarbakır Barosu'nun avukatların tümü emniyette sorgulandılar, beyanda bulundular ve daha sonra savcının talimatından serbest bırakıldılar. Yani şu anda bildiğim kadarıyla gözaltında avukat yok ama başka siyasetçiler, doktorlar gözaltına tutulmaya devam ediliyor. Evet, siz bu olayları nereye bağlıyorsunuz? Diyarbakır'da ve diğer bölgelerde girişilen bu operasyonları son haftalarda bunun nedenleri nerede yatabilir sizce? Şöyle, yani iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi uzun süredir yani baskıyla, baskı politikalarıyla kendi iktidarını ayakta tutmaya çalışıyor. Baskın odaklandığı kesimler de muhalifler, Kürtler daha çok ve Diyarbakır'da bunun nasibini alıyor. Diyarbakır'da öyle diyebilirim ki yani gözaltına almayan, hakkında soruşturma ve dava açılmayan sivil toplum kuruluşu ve yöneticisi kalmamıştır diyebilirim. Yani bütün yerel yöneticiler neredeyse gözaltına alındılar, tutuklandılar, görevlerinden alındılar. Meslek örgütlerinin yöneticileri mutlaka ama mutlaka soruşturmaya uğradılar.
Diyarbakır Barosu tüzel kişiliğine karşı davalar açıldı. O davalardan bir tanesi de Perşembe günü görüldü. Yani Diyarbakır Barosu yayınladığı raporlardan dolayı Adalet Bakanlığı izniyle önceki dönem yönetim kurulu yargılandı Perşembe günü. Dün de 90'lı yıllarda olduğu gibi kitlesel bir tutuklama yapıldı Diyarbakır'da. Yine avukatlara yönelik. Diyarbakır Barosu yani tarih olarak ben de işte uzun yıllar başkanlığını yaptım. Yönetim kademelerinde çalıştım. Yani o geleneği şimdi genç arkadaşlarımız sürdürüyorlar bizden sonra. Diyarbakır Barosu kurumsal olarak ve tarihi olarak sürekli halkının yanında durmuştur. İnsan haklarından yana tutum almıştır. Ve bu tutumu hiçbir zaman da değiştirmemiştir, hep büyütmüştür. Ve bu nedenle de sürekli iktidarların hedefi haline gelmiştir. Yani bizim dönemimizde de bize karşı açılan davalar vardı, soruşturmalar vardı. Bizden önce de vardı Diyarbakır Barosu'na karşı işte bu tür baskılar. Ve Diyarbakır Barosu da bunun bedelini hep ödemiştir. Ama mücadeleden vazgeçmemiştir. En büyük ödediği bedel de Başkanı Tahir Elçi Diyarbakır'da neredeyse canlı yayında herkesin gözleri önünde yani katledilmiştir. En büyük bedeli de başkanını kurban vererek ödemiştir Diyarbakır Barosu. Evet, Sayın Tahir Elçi'nin dört ayaklı minare ve surda tarihi binaların kurulması için verdiği demecin hemen ardından katledilmesini ben de ne yazık ki televizyondan neredeyse canlı olarak izledim. Daha sonra olay yerinin nasıl takip edilmesi güç bir biçimde emniyet kuvvetleri tarafından manipüle edildiğini de gördüm. 4,5 yıl sonra ancak dava açılabildi ve son derece karanlık bir biçimde suçlanan polis memurları da davada bulunmadan ve son aylarda adından söz edilen PKK'lı olduğu iddia edilen bir failin de katılmadığı bir duruşma yapıldı. Hukuki açıdan siz nasıl değerlendiriyorsunuz duruşmanın bu açılmasını? Şöyle yani olay günü delillerin toplanması mümkün iken sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilerek olayın olduğu yer bir çatışma alanına dönüştürüldü neredeyse. Ve deliller toplanmadan maalesef bu işlemlerden vazgeçildi. Ve 3 yıl, 4 yıl boyunca Diyarbakır Barosu'na mensup arkadaşlarımız çok sıkı bir çalışma yaptılar gerçekten delillerin toplanması noktasında. Fakat savcılık makamı sürekli sessiz kaldı, ilgisiz kaldı. En son Londra'da Adli Bilimler Akademisi'ne bütün delilleri göndererek bir rapor elde ettiler. O rapordan sonra o raporun dosyaya girmesinden sonra savcılık bir dava açmak zorunda kaldı. Yani o noktaya Diyarbakır Barosu'nun zorlamasıyla gelebilir. Fakat tabii son derece zayıf bir iddianameyle dava açıldı. Ve duruşma işte Nisan ayında dava açıldı. Duruşma işte geçtiğimiz ay yapıldı. 6 ay sonrasına bırakıldı. Yani büyük bir ihmal üzerine işledi bütün duruşma pratikleri maalesef. Duruşmada ben de vardım. Birçok baro başkanı gelmişti duruşmaya. Fakat ilginçtir. Duruşmadan bir gün önce yani bir itirafçı ile ilgili olarak bir iddianame, bir dava açıldı. Ve o davayla bu dava birleştirildi maalesef. Maalesef birleştirildi. Ve yani davanın gidişatı noktasında aşağı yukarı o iki iddianamenin birleştirilmesi bize bir fikir veriyor. Sanıklar duruşmaya gelmediler. Çok yakında olmalarına rağmen gelmediler. Yani Elazığ ve Malatya'da olmalarına rağmen duruşmaya getirilmediler. Avukatların ısrarlı talepleri mahkemece reddedildi. Yani ve avukatların özellikle sorgu sırasında bulunma talepleri, sanıkların yanında bulunma talepleri yine reddedildi. Ve savunma hiç dikkate almayan bir heyetle karşı karşıya kaldık. Bu da zorlama bir davanın açıldığını bir pratikle maalesef ortaya koydu. Maalesef. Evet.
Sizin görevi Diyarbakır Barosu Başkanlığı görevini devrettiğiniz Tahir Elçi'nin öldürülmesinden sonra adına bir vakıf da kuruldu. Eşi Sayın Türkan Elçi hukuk stajyerliğini de bitirdi. Ancak davaya sanıyorum müşteki olarak katıldı. Avukat olarak değil. Davada şu ana kadar gelinen duruma göre hukukun, daha doğrusu gerçeklerin karartılmak istendiğini görüyoruz. Ancak Tahir Elçi Vakfı bu konuda bundan sonra da mutlaka çalışmalar yapacak, çalışmalarını sürdürecek. Siz şu anda Türkiye'deki hukuki duruma baktığınız zaman gelecek açısından umutlu musunuz? Türkiye'de gerçekten reform adını hak edecek adımlar atılacağına inanıyor musunuz? Şunu söyleyeyim öncelikle, yani duruşmada müşteki olarak bulunan Türkan Elçi'nin kendi beyanlarını söylemesine bile izin verilmedi. Evet. Bu bile, yani bu bile yapılmadı duruşmada. Oradan Türkiye'deki bugünkü duruma gelirsek, yani son bir haftadır işte Adalet Bakanlığı'nın açıklamaları, bazı AK Parti milletvekillerinin açıklamaları sanki Türkiye'de yeni bir yargı reformu, yeni bir adalet reformu yapılacakmış havası yaratılmaya çalışılıyor. Bunun hiçbir inandırıcılığı yok. Hiçbir inandırıcılığı yok. Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yılının sonunda geldiği işte bugünlerde Türkiye'de rejimi değiştirdiler. Anayasa değişikliğiyle ve Türkiye'ye özgü bir otokrasi yarattılar. O otokrasinin başında da Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Yargı denen bir kurum yok Türkiye'de şu anda. Yani bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı denen bir kurum maalesef yok. Yani bu yargı zihniyetiyle de, bu yargı ortamıyla da bir reform olması da mümkün değil zaten. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi bir taraftan Adalet Bakanı işte adalet gerçekleşsin, kıyamet kopsun diyor. Diğer taraftan Enis Berberoğlu davasında Anayasa Mahkemesi kararını ben uygulamayan diyen bir mahkeme heyeti halen yerinde duruyor. Yani anayasaya aykırı bir biçimde Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan heyet şu anda Çağlayan'da duruyor. Duruşmalara giriyor. Yani reform yapılacaksa ilk önce buradan bir başlayın, bir görelim yani. Sizin anayasanıza uymayan, Anayasa Mahkemesi kararını ben tanımıyorum diyen bir heyet var. Oy birliğiyle verdiği bir karar var. Onlar şimdi duruşma yapmaya devam ediyorlar. Mehmet Altan davasında yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını ve Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyor diyen mahkeme başkanı aldılar, Yargıtay üyesi yaptılar. Yani terfi ettiler. Terfi ettiler. Dolayısıyla yani yanı başınızda mesela işte Galatasaray Meydanı var. İki yıldır cumartesi anneleri orada barışçıl bir toplantı yapamıyor. Hemen arkasında yakınlarını iş cinayetine yitirmiş ailelerin kurduğu bir şey var, dernek var. Her ayın ilk pazar günü orada bir toplantı yaparlardı ve iç cinayete dikkat çekerlerdi. İki yıldır yapılamıyor bu toplantılar. Türkiye'de 60 bin kişi Cumhurbaşkanı'na karşı hakaretten yargılanıyor. 60 bin kişi. Reform yapılacaksa Sayın Erdoğan şuradan başlasın. Desin ki kardeşim, yani tabii ki biz küfrü kabul etmeyiz hiçbir zaman ama beni eleştirebilirsiniz. Ben bu davaların tümünden vazgeçiyorum. Evet. Oranlarında tümüne vazgeçiyorum. Bunu demediği sürece, yani reformu kendisinden başlatmadığı sürece nasıl reform olacak? Kim inanacak buna? Aynen. Evet, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymamakta da özel bir rekor kırıyor. Aynen Mehmet Altan, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala olaylarında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmuyor ve bir yandan da bir mafya lideri sırtını AKP'nin ortağı MHP'ye dayayarak sizin de milletvekili olduğunuz durumda yer aldığınız Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi liderine tehditler savurabiliyor, hakaretler savurabiliyor. Bu Türkiye'de insan hakları savunucularına ne kadar zor koşullarda, ne kadar zor bir coğrafyada görev yaptıklarını gösteriyor bize. Sizin Avrupa'dan, Avrupa'daki kurumlardan, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Konseyi'nden
Türkiye dışındaki demokrasi güçlerinden beklediğiniz dayanışma neler olabilir Sayın Tanrıkulu? Şimdi mazisi belli olan bir organize suç liderinin Ana Muhalefet Partisi liderine karşı açıkça tehdit, ölüm tehdidi, açıkça ölüm tehdidi var ve yani şikayete kadar savcılar sessiz kaldılar. Yeah. Yani bizimle ilgili soruşturmayı 10 dakikada açan, sözlerimizden dolayı 10 dakikada açan, bunu işte basın açıklamasıyla duyuran, kamuoyuyla duyuran savcılıklar var. Ama Ana Muhalefet Partisi liderine karşı bu ağır tacizle ilgili resmen soruşturma başlatmayan bir yargı ortamı var. Biz burada yani gerçekten demokrasi güçleri ortak bir zeminde mücadele ediyoruz. Yani büyük bir umutla ve cesaretle mücadele ediyoruz. İnsanlar bedel de ödüyorlar işte. Birçok dostumuz hapiste şu anda. Birçoğu yurt dışına çıktı ama mücadele eden bir ortam da var Türkiye'de. Biz sadece şunu isteriz. Dayanışma isteriz. O dayanışma bizim moralimizi ayakta tutar. Onun dışında biz yani mutlaka ama mutlaka yani bu demokrasi mücadelesini büyüterek ilk seçimlerde tıpkı İstanbul seçiminde olduğu gibi Türkiye genelinde de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yani bu gerici iktidarı, bu insan haklarına düşman iktidarı mutlaka ama mutlaka demokratik yollarla değiştireceğiz. Çok sağ olun. Tahir Elçi'nin anısına sunduğumuz bu programda yer aldığınız için size teşekkür ediyoruz ve biz de sizin mücadelenizden kuvvet alıyoruz. Başarılar diliyoruz size. Sağlıcakla kalın Sayın Tanrıkulu. Ben de çok teşekkür ederim. Selam ve sevgiler gönderiyorum buradan. Sağ olun. Süleyman Demirtaş ist der jüngere Bruder des inhaftierten HDP-Co-Vorsitzenden Selahattin Demirtaş. Obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geurteilt hat, dass die Türkei Selahattin Demirtaş sofort aus der Haft zu entlassen habe, folgt die Türkei diesem Urteil nicht. Türkiye'deki muhaliflerin, muhalefetin durumunu düşünürken ne yazık ki önümüze politik cinayetler de çıkıyor. Bunlardan yüreğinizde yarasını, acısını çok taze hissettiğimiz sevgili Tahir Elçi cinayetleri de son dönemde yaşanan muhalif fikirlerin imha edilmesine yönelik devletin sahiplenmediği, çözmediği cinayetlerden biridir ne yazık ki. Fakat bir şekilde şunu da görüyoruz. 2017 Nevroz'un da üstü çırılçıplak olduğu fotoğraflar ve videolarla tespit edilmiş Kemal Korkut'u öldüren güpegündüz kalabalığın içinde silahını çekip öldüren polisin de beraat etmesi bizlere şunu düşündürüyor. Devletin yargı ve kolluk mekanizmalarının politik siyasi cinayetleri çözmek yerine cezasızlık göstererek neredeyse teşvik ettiğini bize anlatıyor. Tabii biz Türkiye halkları ve muhalifleri, muhalefeti, ötekileri, Kürt'ü, Alevisi, LGBT'lisi, kadını, ezileni, ötekileştirilen her toplumun her kesimi devletin bu kodunu sadece AK Parti ve Erdoğan hükümetiyle tanımadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodlarından beridir Türk İslam dışındaki her şey mevcudiyetine ve bekasına düşman ve saldırı yapabilecek bir güç halinde görüldü ve hedefe imha edilecek hedef olarak hedefe konuldu. Oysa dünya medeni ülkelerinde ve ileri demokrasilerinde görüyoruz ki iktidar veya muhalefet gerekli tartışmalarını mecliste veya bir toplantıda yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde beraber yemeğini de yiyebilirler, beraber bira içmeye de gidebilirler veya bir sohbet etmeye devam edebilirler. Ertesi sabah kaldıkları yerden muhalefetine devam edebilirler. Muhalefetin karşısındaki en büyük güç Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet haklı dediğimiz ve kendine muhalefeti varlığına tehdit olarak gören ve onu imha etmeye çalışan güç ile muhalefet yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü biz ötekiler, biz Kürtler veya resmi ideolojiye uymayan, profil olarak, fikir olarak, renk, din, dil, ırk olarak uymayan muhalifler artık düşman olarak imha edilmesi gereken insanlar olarak görmekten vazgeçip
onları varlığına tehdit olarak görmekten vazgeçip uzlaşı içinde bir arada yaşamanın yollarını aramak zorundalar. Bunu ben fikir olarak beyan etmiyorum, aramak zorundaları. Çünkü Türk-İslam senteziyle yönetilen, o fikirle yönetilen mevcut iktidarın 17-18 senedir veya işte daha eskiye gidersek 20 senedir belki yöneticilerinin o fikirle neler üretebildiğini veya neleri yok edebildiğini Türkiye'nin mevcut haliyle ispatlayabiliriz. Seni başkan yaptırmayacağız fikrinin ne kadar haklı olduğunu Erdoğan bize gösterdi. O söze karşı muhalifleri mahcup edebilecek gücü elinde toplayıp birlik, beraberlik içinde huzurlu, güvenli, mutlu bir ülke yaratacağına daha çok muhalifi kriminal eden, muhalefeti kriminal eden, yandaşı da besleyen ve diğer toplumun her kesimini de tehdit altında gören bir Türk-İslam fikrinin sonucunun başarısız olduğunu gördük. Ve inanıyorum ki Türkiye'nin ilerleyen günlerinde bu fikirden vazgeçip Türkiye'ye hayırlı olmadığını ve bütün halklarıyla, ötekileriyle, kadınıyla, LGBT'lisiyle, Kürdüyle, Türküyle ortak bir çerçevede yaşam planlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda geleceğe karşı hem dirençli hem de umutlu olduğumu belirterek sevgili Tahir Elçi'yi ve katledilen bütün demokrasi şehitlerimizi sevgiyle anıyorum. Roma de Rome
madero. Rechtler Osman Baydemir war von 2004 bis 2014 Oberbürgermeister von Diyarbakır und Parlamentsabgeordneter der HDP. 2018 wurde Baydemir das Abgeordnetenmandat entzogen. Wegen zahlreicher Anklagen in der Türkei lebt Osman Baydemir im Exil in Großbritannien. Die Türkei fordert seine Auslieferung. Değerli Tahir Elçi, saygıyla, hürmetle anıyorum. Doğrusu benim yaşam öykümde Tahir Elçi gençlik yıllarımın idollarındandır. İnsan hakları mücadelesi, demokrasi mücadelesi, barış mücadelesi, hukukun üstünlüğü mücadelesinde de Tahir Elçi adeta bir ekoldur. Ve gelecek nesillere çok kıymetli bir miras bırakmıştır. Hakikatin sesi olma mirası, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, onurlu bir barışı her şart ve koşulda yiğitçe savunma, gerçekleri haykırma mirası bırakmıştır. Ben inanıyorum ki gelecek nesiller Tahir Elçi'nin yoldaşları, Tahir Elçi'nin arkadaşları, dostları onun bırakmış olduğu kalemi, onun bırakmış olduğu bayrağı hep daha ileriye, hep daha onurlu bir noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacaklardır ve bu mücadele asla ama asla nihayete ermeyecektir. Asla ve asla geri adım atmayacaktır insan hakları savunucuları, hak ve hakikat arayışçıları. Tahir Elçi 93'lü yılların karanlığında aynı zamanda işkencecisine kafa tutacak kadar yiğit bir Kürt halkının evladıdır. Tahir Elçi bir nevi bizden sadece koparılmadı. O cinayetle aslında bir dönem kapatıldı, bir devir kapatıldı ve mafyayla, kanun hükmünde kararnamelerle, kayyumlarla, sömürüyle, adeta işgal ile medyanın susturulduğu yeni bir rejimin kapısı aralandı. Dolayısıyla Tahir Elçi cinayeti aslında bir milattır. Tahir Elçi cinayetinin bugüne kadar bütün projeksiyonlara rağmen, bütün taleplere rağmen, ortaya konulan bütün delillere rağmen aydınlatılmamış olmasının bir tek izahı var. Karar vericiler, tetikçilere yargılanmayacakları taahhüdünde bulundular. Yargılanmayacakları sözünü verdiler. Yani bir nevi cezasızlık taahhüdünde bulunuldu. İşte bu cinayet aynı zamanda gelecek kuşaklar açısından da bir dönem cezasızlık taahhüdünün ortaya konulduğu bir cinayettir. Bu itibarla da maalesef bu inşa edilen rejimde hukukun üstünlüğü diye bir şey yoktur. Yasama, yürütme, yargı ve hatta medya tek bir elde toplatılmış durumda. Sadece ve sadece muhalefet ettiği için bugün parlamenterler
sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ zindanda bulunmaktadır. Sadece ve sadece halkı tarafından seçildiği için bugün belediye başkanları cezaevinde bulunmaktadır. Onlarca aydın, yazar, fikir hürriyetinden dolayı cezaevinde bulunmaktadır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sürgünleri bu karanlık rejimde yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu rejim bir bütün olarak hukuktan, adaletten, insanlıktan kopmuş bir rejimdir. Hukuktan, adaletten, insanlıktan kopan hiçbir rejim ilelebet kendisini sürdüremez. Bizlerin yapması gereken tek şey, hangi ortamda ve hangi zeminde olursak olalım, tıpkı Tahir elçilerin yaptığı gibi, tıpkı Demirtaşların yaptığı gibi, Yüksek Dağların yaptığı gibi, hakkın ve hakikatin sesi olmaya devam etmek. Her şart ve koşulda insanlık onurunu korumak ve insanlık onurunun bir gün mutlaka ama mutlaka galip geleceğini haykırmak olmalıdır. Ve mutlak surette geçmişle yüzleşmenin mekanizmalarını kurgulamamız, açığa çıkarmamız lazım. Ermeni soykırımından Cizre vahşet bodrumlarına kadar, Sivas'a kadar, Maraş'a kadar, bu ülkede ne kadar katliam, ne kadar cinayet işlenmişse hepsini açığa çıkarmamız gerekiyor. İşte bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Tahir elçilerin mirası önünde saygıyla eğiliyorum. Bir gün mutlaka ama mutlaka hak ve hakikat tecelli olacaktır. Bir gün mutlaka zalimin zulmünün hukuk zemininde hesabı sorulacaktır. Endeni saygılarımı sunuyorum. Bundan tam 7 gün önce Adalet Bakanı asıl olan adaletin yerine gelmesi, hakim, savcılardan beklentimiz kim ne der, ne düşünür şeklinde değil, dosya ne der, anayasa ne der, hukuk ne der şeklinde. Esasen milyonlarca dosya içerisinde belli dosyalar gündemi meşgul ediyor. Bu konuda bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Asıl olan bu konuda, yani güncel meselelerden uzak bir şekilde hukukun ve adaletin tesisi diye söylemişti. O zaman biz de şunu sormak istiyoruz. Tıpkı madencilerin sorduğu gibi, öyle mi Adalet Bakanı? Kıyamet koptu ama iktidarınızla adalet bir kez daha gerçekleşmedi. Bir kez daha adaletsizliğe tanık olduk. Bir gece, yine bir gece vakti, yine hukuksuz aramalar, yine talan, yine hukuksuz gözaltılar. Sabahın 3'ünde başlayıp 7'sine 8'ine kadar süren hukuksuz bir gözaltıyla karşı karşıyayız. Diyarbakır Barosu üyesi 34 meslektaşımız hakkında bir operasyonla uyandık. Meslektaşlarımızın 24'ü şu anda gözaltında tutuluyor. Niye gözaltında tutuluyor diye sorarsanız, bunun cevabı yetkililerce bize şöyle verildi. Demokratik Toplum Kongresi'nde yapılan operasyonlarda bazı belgeler bulunmuş. Bu belgelerde müvekkillerimizin isimleri, soy isimleri ve telefonları varmış. Bütün hikaye bundan ibaret. Peki, yıllardır kurulduğu günden bu yana devletin fiziki ve teknik olarak takip ettiği Demokratik Toplum Kongresi'nde ele geçirilen birkaç kağıt parçası üzerine 32 tane avukat hakkında gözaltı kararı verebiliyorsunuz. Ve bizim bu hikayeye inanmamızı istiyorsunuz. Öyle mi? İnanmayacağız. Niye inanmayacağız biliyor musunuz? Çünkü DTK ile birlikte çalışan bir iktidar var ortada. Çünkü DTK'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasa çalışmalarına çağıran bir iktidar var. Bir iktidarla karşı karşıyayız. Çünkü Diyarbakır'da DTK ile birlikte Kürt sorununa çözüm çalıştayı yapan bir iktidar var. Bir iktidarın ortakları var, siyasi aktörler var. Peki onlara dair bir işlem yapmadan, onları
tıpkı avukatlara yaptığınız gibi sabahın köründe kapılarını çalıp evlerini didik didik arayıp gözaltına almazsanız biz buna ikna olamayız. Hiç kimseyi de ikna edemezsiniz. Bu bir suç soruşturması değil. Bu bir rövanştır. Bu bir siyasi rövanştır. Diyarbakır Barosu'ndan, Diyarbakır Barosu üyelerinden bir intikam alma operasyonudur. Asla kabul etmiyoruz ve asla inanmıyoruz.
Die Erosion des demokratischen Rechtsstaates durch die faktische Aufhebung der Gewaltenteilung und die Bündelung der Macht beim Staatspräsidenten durch die Unterdrückung der Meinungsfreiheit und durch die massenweise Inhaftierung von gewählten Politikerinnen und Politikern, von Akademikerinnen und Akademikern und von Journalistinnen und Journalisten stellt auch Deutschland vor zahlreiche Probleme. Nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland wird Kritik an den türkischen Machthaber nicht geduldet. Denunziationen und die Einschüchterung und Bedrohung von Kritikern des AKP-Regimes haben mittlerweile ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen. Der Abgeordnete Cem Özdemir, der im Berliner Exil lebende Journalist Can Dündar und der Politologe Burak Çopur sind drei prominente Fälle von vielen, die bedroht werden. Über den Umgang mit dieser Bedrohungslage, über die Türkei-Politik Deutschlands und der EU und über den Zustand von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei werden wir mit unseren Gästen, Professor Dr. Burak Çopur, Politikwissenschaftler und Türkei-Forscher, Bedivan Aymaz, NRW-Landtagsabgeordnete und Dr. Hans-Werner Odendahl, Rechtsanwalt und Türkei-Experte, sprechen. Bedivan, vor 5 Jahren wurde Tahir Elçi am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit erschossen. Meine Frage an dich, kannst du dich an diesen Tag erinnern und woran denkst du, wenn du zurückblickst? Ja, wir erhalten ja diese schrecklichen Meldungen inzwischen über die sozialen Medien sehr schnell und sehr viel fließen ja auch bei uns Ereignisse, Bilder von diesen schrecklichen Ereignissen ein. Es war natürlich ein sehr, sehr schockierender Tag, ein bedrückender Tag. Tahir Elçi ist zu einer Symbolfigur geworden für eine gewaltlose Politik, vor allen Dingen für eine friedliche Lösung der kurdischen Frage. Und er ist der kurdische Menschenrechtler gewesen. Und solch einen Menschen zu verlieren und auch wirklich Aufnahmen zu sehen, wie das vonstatten gekommen ist, war schon sehr, sehr schockierend. Aber besonders geprägt hat mich vor allen Dingen seine Beisetzung, die Beerdigung, die Trauerfeier. Sehr zentral in dieser Trauerfeier war seine damalige 18-jährige Tochter Nazenin. Und es ging durch das ganze Land eigentlich das Bild der trauernden Nazenin, die ihre Trauer, ihren Schmerz und ihre Wut so rausgeschrien hat. Dieses Bild hat, glaube ich, nicht nur mich, sondern sehr, sehr viele Menschen in der Türkei, außerhalb der Türkei, sehr geprägt. Es ging unter die Haut und es hat uns natürlich, glaube ich, auch nochmal sehr nachdenklich gemacht. Für mich war das natürlich auch das Bild einer jungen Frau, die ihren liebsten Vater verloren hat. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Töchter gibt inzwischen in diesem Land, die ihre Väter verloren haben, die ihre Brüder verloren haben, die auf offener Straße ermordet worden sind. Wir denken an Hrant Dink natürlich auch und an seine Töchter zum Beispiel auch. Und es stellt sich natürlich sehr schnell auch die Frage, ja, wie soll eigentlich ein Friedensprozess in diesem Land vonstatten gehen? Wie sollen sich diese Töchter und auch die Söhne der Ermordeten mit diesem Staat, mit diesem Regime je versöhnen können? Ich glaube, da stehen noch ganz, ganz große Aufgaben vor uns allen und vor allen Dingen aber auch vor der Türkei. Hans-Werner, nach dem Militärputsch 1980 hast du ja viele Geflüchtete, vor allem viele politische Geflüchtete aus der Türkei als Anwalt im Asylverfahren begleitet. Und auch aktuell wissen wir, dass sehr viele politische Geflüchtete aus der Türkei nach Deutschland kommen. Da hat sich wahrscheinlich wenig verändert. Aber wie steht es um die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei? Ja, wenn ich über diese ganze Zeit jetzt drüber blicke, dann haben wir natürlich schon, wenn wir die Zeit insgesamt sehen, schon wesentliche Formunterschiede, dass wir in den 80er und 90er Jahren also etwa systematisch Gefolterte, vielleicht 200.000, die systematisch schwerst gefoltert wurden, und zwar automatisch auf den bloßen Verdacht hin. Und das ist natürlich sehr stark zurückgegangen, war teilweise ja nun Anfang
dieses Jahr 100, also sehr stark zurückgegangen, obwohl es immer noch ein Problem war. Mhm. Und in der Breite der Verfolgung ist an dessen Stelle nun im Wesentlichen getreten die Ausweitung der Straftatbestände, dass also schon erheblich geringeres eine Äußerung, eine geringere Tat nun als Terrorunterstützung zählt. Früher wurde man dann so lange gefoltert, bis man irgendwas zugegeben hat oder irgendwelche Leute beschuldigt hat. Heute reichen dann eben kleinste Äußerungen oder dass man an der falschen Stelle mit dem Handy eingeloggt war oder dergleichen, reicht dann aus für die entsprechende Zuordnung. Das ist jetzt so über die Gesamtzeit hinweg gesehen. Dann kommen natürlich, wenn man jetzt neuere Dinge wie Kavala dazu nimmt, dann haben wir natürlich Dinge, die früher so auch kaum vorstellbar waren. Und nicht ohne Grund hat ja jetzt der Europäische Gerichtshof in Straßburg auch in den Fällen Demirtas und Kavala eben auch den Artikel 18 verletzt gesehen. Das heißt, er hat gesagt, mit der Verfolgung dieser Personen verfolgt die Türkei keinerlei legitimen Ziele. Und hat damit auch das Signal gesetzt, dass, wenn sich das vertieft und verschärft, ein Ausschluss der Türkei aus dem Europarat dann Thema sein könnte. Wie kommt das denn, Hans Werner, jetzt bei uns hier in Deutschland an und in deiner Mandantschaft? Also was für Menschen kommen jetzt hierher nach Deutschland, um Asyl zu suchen? Also in der großen Menge, die bei mir aufläuft, sind es natürlich Leute, die im Bereich der HDP in, sagen wir, mittleren Funktionen gewesen sind, wo dann irgendwie immer behauptet wird, dass das so wie konkret, wie sie es gemacht haben, dann Unterstützung der PKK gewesen sei. Das ist die größere Menge der Fälle. Was jetzt bei mir im Büro sehr wenig auftaucht, was aber vom Rechtsstaatlichen her natürlich schon ein sehr großes Problem ist, ist der Gülen-Bereich, wo ja auf einmal zigtausend Leute zu Terroristen erklärt werden, aus deren subjektiver Sicht ja zur Zeit, wo sie sich da engagiert haben, keinerlei Gewalt am Horizont war, die nun nachträglich auf einmal wie Putschisten behandelt werden. Und dass sowas ohne Widerspruch möglich ist in einem Land, dass da zigtausend Leute auf einmal Terroristen sind, das wundert einen schon etwas, obwohl es natürlich nicht unbekannt ist. Also im Grunde ist zum Beispiel die Verfolgung der Diskführung in der Putschzeit ist ja das Muster dafür im Grunde. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Belivan, die Türkei ist ja nun seit 15 Jahren Beitrittskandidat bei der EU. Und es werden jährlich Fortschrittsberichte erstellt, die die Rechtsstaatlichkeit, Einhaltung der Menschenrechte, Meinungsfreiheit und so weiter auf den Prüfstand stellen. Aber im Prinzip kann doch im Laufe dieser Zeit jetzt der Begriff Fortschrittsbericht ist ja irgendwie absurd, weil es ja im Prinzip Rückschrittsbericht heißen müsste, denn es wird sogar im jüngsten Fortschrittsbericht vom anhaltenden Abbau von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechten und richterlicher Unabhängigkeit gesprochen. Und außerdem wird auch dort das Fehlen einer unabhängigen Justiz festgestellt. Also wohin geht die Türkei und wie lange kann das noch so weitergehen?
Ja, also die letzten Berichte weisen immer wieder darauf hin, dass es tatsächlich eigentlich kein Fortschritt ist, was wir in der Türkei erleben, sondern ein Rückschritt. Das ist ganz klar und es ist ja auch gut so, dass diese Berichte das in so Deutlichkeit und Klarheit auch benennen. Das muss man auch, finde ich, weil jedes Mal führt das ja sehr wohl auch in der Türkei zu einer gewissen Debatte. Also vor allen Dingen Herr Erdogan regt sich da ja sehr drüber auf, immer wieder und tut immer so, als ob ihn das überhaupt nicht interessieren würde und sagt, naja, auf diese Berichte können wir verzichten. Das sind immer so große Worte, die er sehr schnell posaunt, damit das bloß nicht zu einer Tagesordnung in der Türkei wird. Aber wir erleben gerade jetzt diese Tage auch nochmal. Gestern hat er sehr wohl auch nochmal eine Ansage gemacht, dass er findet, dass die Türkei EU-gerichtet, Europa-gerichtet ist und dass die Zukunft der Türkei in Europa zu sehen sei. Das heißt, ein vollständiges auf Europa zu verzichten, ist in der Türkei gar nicht angesagt. Es gab ja aus der europäischen Politik immer wieder die Sorge, man würde die Türkei, wenn man wirklich sie so anpacken würde, wie sie es verdient und wie man sie anpacken müsste, würde man die Türkei vielleicht verlieren, an einen Putin verlieren, an eine andere, in eine andere Richtung verlieren und dass das auch neue Risiken und Gefahren auch für die Region mit sich bringen würde. Aber ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass das sehr oft auch ein Bluffen ist, der Türkei auch, dass sie sehr wohl viel stärker an die EU angewiesen ist, an Europa angewiesen ist, sehr wohl auch noch immer noch eine europagerichtete Perspektive in sich trägt. Aber immer wieder versucht, die Grenzen für sich nochmal anzutesten, wie weit kann ich gehen. Und da muss Klartext gesprochen werden. Und da muss definitiv auch, da müssen auch Maßnahmen in die Wege geleitet werden, dass das, was sich da abspielt, so nicht weitergeht. Wir haben zum Beispiel immer noch, es läuft immer noch ein Verfahren auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Sachen Selahattin Demirtas. Und ich bedauere das sehr, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte so lange auch braucht in diesen Fällen. Da muss auch, finde ich, viel schneller eigentlich müssen da Entscheidungen kommen, damit dann halt auch nochmal ganz klar die Freilassung solcher Akteure auch viel deutlicher gefordert werden kann. Und wir brauchen natürlich immer wieder auch auf der europäischen Ebene nochmal ganz klare politische Ansätze, wie zum Beispiel der Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Also ich glaube, dass Erdogan gerade auch mit dem Flüchtlingsdeal mit sehr, sehr stark profitiert hat. Wir haben eine Situation, dass die Türkei einen Völkerrechtsbruch aktuell immer noch begeht, zum einen halt eine völkerrechtswidrige Besatzungsmacht in Nordsyrien, in Rojava, in den kurdischen Gebieten dort darstellt, aber auch völkerrechtswidrig in Südkurdistan, also Nordirak, bombardiert. Und all das passiert, ohne dass die EU wirklich gemeinsame Sanktionen dahingehend wirklich entwickeln konnte. Wir haben keinerlei Sanktionen gegen die Türkei und es sind Kriegsverbrechen, die dokumentiert worden sind, die über in der Zeit der Besatzung in Rojava auch begangen worden sind. Und man könnte zum Beispiel auch somit auch gegen diese Verbrechen sogar auch hier in Deutschland über das nationale Recht vorgehen. Und das alles wird nicht unternommen und das ist bitter und das führt natürlich dazu, dass sich die Türkei immer mehr von Demokratie verabschiedet und immer mehr auch einen Weg in eine autoritäre, ja, diktatorische Strukturen findet, die vor allen Dingen sehr stark auch antikurdisch geprägt sind. Lieber Burak, welche Einflussmöglichkeiten haben wir und was hat Erdogan vor? Was soll jetzt plötzlich nach dem Flirt mit Putin, nach den Aggressionen Richtung Armenien, Unterstützung Aserbaidschans etc., was soll jetzt plötzlich wieder diese Hinwendung nach Europa? Wie sollen wir das verstehen? Also man kann sich natürlich freuen über jede Europaorientierung, über jede angekündigte Reform eines Autokraten. Allein mir fehlt der Glaube, dass Erdogan seine angekündigten Europakurs und seine Reformen tatsächlich ernst meint. Ich sehe darin eher eine Augenwischerei. Das ist für mich eine Farce, die da im Moment läuft, und eine
Propaganda auch, die Erdogan da derzeit treibt. Und er hat auch seine Gründe, warum er jetzt zum großen Freund der Europäer wird, nachdem er ja Ende Oktober Frau Merkel und Macron als Faschisten beschimpft hat. Das darf man ja nicht vergessen. Also Ende Oktober, wir erinnern uns alle an die Schlagzeilen, wie Erdogan über die EU, über die Frau Bundeskanzlerin, aber auch über den Präsidenten Macron hergezogen ist und sie übelst beschimpft hat. Und jetzt auf einmal die Kehrtwende. Nach einem Monat kommen auf einmal warme Töne seitens Erdogans. Und das hat natürlich politische Hintergründe. Der eine Hintergrund ist natürlich, dass Erdogan mit dem Rücken gegen die Wand steht. Er steht mit dem Rücken zur Wand, weil er innenpolitisch unter enormem Druck geraten ist. Denn in den Umfragen liegt seine Partei bei ungefähr 30% und die MHP, also der Bündnispartner der AKP, die rechtsextremistische MHP, erreicht laut Umfragen nicht mal die 10%-Hürde, sodass derzeit diese beiden Parteien als bei der Präsidentschaftswahl womöglich Erdogan nicht durchsetzen werden können. Und das spürt natürlich Erdogan, dass hier der Boden unter seinen Füßen wegrutscht. Zumal natürlich, Hans Werner hat erwähnt, die wirtschaftliche Lage katastrophal ist. Die Türkei steckt in einer Wirtschaftskrise, in einer Währungskrise. Die Kassen sind leer. Der Finanzminister, sein eigener Schwiegersohn, ist vor kurzem zurückgetreten. Die Lira verliert tagtäglich an Wert, sodass er auch wirtschaftlich und ökonomisch vor einer Situation steht, wo Bürgerinnen und Bürger zunehmend auch mit der AKP in die Kritik gehen und auch die Kritik von Erdogan kritisieren. Und man darf natürlich nicht vergessen, die Türkei ist auch außenpolitisch im höchst problematischen Fahrwasser unterwegs, wenn wir uns Situation im Mittelmeer anschauen. Die Aggressionen im Mittelmeer durch die Türkei, aber auch im Bergkarabach, in Armenien, die Unterstützung des Krieges dort und nicht zuletzt durch den Kauf von den russischen S-400-Raketen hat er sich dann auch verscherzt mit der NATO und mit den USA, sodass er im Westen völlig isoliert ist. Also er ist wirtschaftlich am Ende, innenpolitisch vor großen Schwierigkeiten und auch außenpolitisch mit Blick auf die westlichen Bündnispartner isoliert. Und Joe Biden ist gewählt worden. Das ist unbedingt keine gute Nachricht für Präsident Erdogan gewesen. Und jetzt kommt anscheinend diese vermutliche Kehrtwende Richtung EU und USA. Das ist aus meiner Sicht nur taktischer Natur. Er will natürlich auch jetzt von den vermutlich im Dezember-Gipfel anstehenden Sanktionen der EU diese davon abbringen, mit seinen warmen Worten, mit seinem Kuschelkurs Richtung EU. Und das alles weckt natürlich kein Vertrauen und ist nicht glaubwürdig. Diese ständigen Kurswechsel, mal hü, mal hot, und von einem Tag zum anderen wird man vom Autokraten zum Demokraten, das nimmt natürlich kein Mensch dem Präsidenten Erdogan ab. Ja, nichtsdestotrotz ist es allerdings so, dass mit dem Flüchtlingsabkommen ja Erdogan einen Faustpfand sozusagen hat. Und meine Befürchtung ist, dass so wie das halt auch in der Vergangenheit regelmäßig passiert ist, dass wenn Wahlen anstehen, wenn die Lage instabiler wird, sobald Erdogan quasi dieses Manöver anwendet, sich Europa jetzt erstmal verbal mit einer Äußerung zuzuwenden, dass dann wieder sozusagen Wahlunterstützung oder überhaupt Unterstützung geleistet wird. Denn wir können uns ja alle an die Bilder erinnern, wie Angela Merkel dann bei Erdogan war und quasi ihn als Staatsmann ja auch präsentiert hat. Also die Bundesregierung
Regierung spielt ja hier eine sehr unrühmliche Rolle mit Blick auf die Türkei, aber auch mit Blick auf Präsident Erdogan. Die Türkei-Politik der Bundesregierung ist aus meiner Sicht völlig gescheitert, denn die Bundesregierung verfolgt hier eine Beschwichtigungspolitik. Wir nennen sie in der Politikwissenschaft die Appeasement-Politik. Man versucht, Präsident Erdogan hier bei Laune zu halten und ihn nicht noch weiter zu verärgern, weil natürlich die Bundesregierung hier aus ihrer Sicht ganz bestimmte realpolitische Interessen und Ziele hat. Dazu zählt eben die Flüchtlingsabwehr, für die Erdogan steht und für die er ja auch von seitens der EU bezahlt wird. Es gibt knallharte ökonomische Interessen der Bundesregierung, wirtschaftliche Interessen. Es gibt 7.500 deutsche Unternehmen, die investiert haben in der Türkei. Wir wissen, dass die Türkei Handelspartner Nummer 1 ist Deutschland. Und man will natürlich Präsident Erdogan nicht so vor den Kopf stoßen, dass er sich noch weiter Richtung Russland orientiert und man sicherheitspolitisch auch die Türkei verliert. Das alles kann man bis zu einem gewissen Grad noch nachvollziehen, diese realpolitischen Interessen. Aber wir sehen ja, dass der Präsident Erdogan nicht nur die Politik, die Opposition in der Türkei verfolgt, bekämpft und kriminalisiert, sondern auch zunehmend jetzt auch oppositionelle und kritische Stimmen hier in Deutschland und in Europa. Und hier sollte auch der Spaß tatsächlich aufhören. Hier gilt es tatsächlich auch, diese Türkei-Politik zu überdenken, weil Präsident Erdogan seine Polarisierung und seine Spaltungspolitik auch zunehmend nach Deutschland und nach Europa dreht. Das halte ich für brandgefährlich und hier muss man umsteuern und hier muss man, so wie Bedirhan Ayvaz zu Recht gesagt hat, auch eine härtere Linie fahren, die viele kritische Stimmen und Erdogan-Kritiker und Oppositionelle hier vermissen. Wir wissen, dass es in der EU dazu keine einheitliche Position gibt. Es gibt Länder, die eine härtere Gangart präferieren, aber wir wissen auch, dass Deutschland hier immer wieder die schützende Hand über Erdogan hält und es bis jetzt ja auch tatsächlich nicht zu Sanktionen oder zu irgendwelchen Maßnahmen, die Erdogan und sein Regime treffen können, gekommen ist. Und das halte ich tatsächlich für ein Problem, weil wir sehen, dass zunehmend auch diese Aggressivität nach Deutschland und nach Europa tragen wird, aber dazu kommen wir ja vielleicht nochmal im Anschluss. Also ich habe schon den Eindruck, dass sich inzwischen langsam ganz leichter auch was ändert tatsächlich. Also sehr lange ist Deutschland in der Tat eine Art schützende Hand gewesen, innerhalb Europas auch, die immer wieder versucht hat, diese Appeasement-Politik mit der Türkei aufrechtzuerhalten. Das hat zum anderen, Burak Çopur hat es ja erwähnt, das hat natürlich wirtschaftliche Gründe, es hat geostrategische Gründe und es hat aber auch, und das darf man nicht unterschätzen, auch den Hintergrund, dass hier eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen mit Türkei-Bezug auch leben und Deutschland da auch immer ein großes Interesse daran hatte, dass die Situation und die Stimmung hier auch nicht eskaliert. Und jetzt aber erleben wir, dass trotz dieser Appeasement-Politik die Situation, also auch der innere Frieden sehr wohl auch eskaliert und diese Politik eigentlich des Beschwichtigens gar nicht so zielführend war, sondern vielmehr auch nochmal die nationalistischen und extremistischen, türkisch-extremistischen Kräfte hier befeuert und gestärkt hat, weil hier auch nicht genügend die Debatte um die Türkei kritisch geführt worden ist. Also ich glaube schon, dass da jetzt eine Änderung ist. Wir haben ja zum ersten Mal überhaupt jetzt die Debatte gehabt
im Bundestag auch für den Verbot oder für die Prüfung von Verbotsmaßnahmen gegen die Ultranationalisten der Grauen Wölfe. Und wir haben sie ja, also das sind ja Forderungen, die Menschen, die zur Türkei arbeiten, einen Türkeibezug haben, seit 30 Jahren jetzt immer wieder artikuliert haben. Das ist ja nichts Neues, dass diese Strukturen hier wirklich existieren und sehr, sehr gefährlich sind. Aber dass sie jetzt Gehör finden, hat, glaube ich, sehr wohl auch was damit zu tun, dass die politischen Akteure, auch die Bundesregierung natürlich, weil sie hat ja den Antrag mitgestellt, das waren ja die regierungstragenden Fraktionen auch, die den Antrag mitgestellt haben, also CDU und SPD, dass sie sehr wohl gemerkt haben, da muss sich jetzt etwas ändern, mit dieser Politik kommen wir nicht weiter. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Deutschland oder diese Bundesregierung überhaupt sich mal bewusst wird, wie zentral eigentlich eine menschenrechtsorientierte Außenpolitik ist. Und so weit sind wir halt noch nicht, also auch in vielen anderen Bereichen noch nicht. Dass diese Bundesregierung begreift, dass dieses Ausbluten lassen von Konflikten, und auch das haben wir sehr oft, das ist auch in der kurdischen Frage sehr oft so, ja, ausbluten lassen, dass das eigentlich irgendwann auch auf uns zurückkommt und nicht die Antwort sein kann. Und dass das halt keine Antwort ist. Wir brauchen eine Außenpolitik, die mutiger ist, die sich auch stärker, wenn es um menschenrechtliche Fragen, um friedenspolitische Fragen, um die Einhaltung des Völkerrechts geht, wirklich da auch mutig vorangeht. Und diesen Mut hat diese Bundesregierung absolut noch nicht gezeigt, obwohl sie viele Gelegenheiten dazu hätte, wie zum Beispiel in Nordsyrien, in der Frage Nordsyrien, aber auch in vielen anderen Fragen. Und darauf müssen wir alle drängen. Also wir versuchen das vor allen Dingen natürlich auch aus der Opposition als die Grünen immer wieder zu machen. Und es sind vor allen Dingen aber auch Akteure wie ihr, aus den NGOs, aus der Menschenrechtsarbeit, die Bestandteil dieser Gesellschaft hier sind. Und es sind Akteure aus der Wissenschaft auch, wie Burak Çopur, finde ich, darauf hinweisen müssen, dass das nicht geht, dass unser Verständnis, weil wir sind ein Teil dieses Landes, das gerät immer wieder in Vergessenheit, glaube ich, dass unser Verständnis von deutscher Außenpolitik ein anderes ist als das, was im Moment präsentiert wird. Frankreich ist da anders unterwegs und da muss man sich auch wünschen, dass in solchen Fragen auch die Bundesregierung viel stärker auch versucht, gemeinsam mit Frankreich eine gemeinsame europäische Linie zu entwickeln. Vielleicht noch abschließend nochmal auch zu der Frage, wir haben gesehen, wie wichtig Sanktionen sind, wie im Fall von Lukaschenko zum Beispiel, Belarus, das stärkt die Opposition. Das gibt ihnen das Gefühl, okay, wir stehen nicht allein, die Außenwelt nimmt uns wahr. Und ich finde das, was im Falle von Lukaschenko auch nochmal vereinbart worden ist, und zwar ganz klare, gezielte Sanktionen gegen ihn und sein Umfeld auch auszusprechen, europäische Sanktionen, das hätte man schon längst auch gegen Erdogan und sein Umfeld aussprechen müssen. Das ist bislang noch nicht passiert. Aber ich hoffe ja, dass zumindest auch solche Beschlüsse gegen andere Autokraten und Diktatoren auch ja sehr wohl auch ein Stück eine Wirkung auf Autokraten wie Erdogan haben. Und ich glaube schon, dass wenn er sich jetzt sehr schnell versucht, nochmal auch zu besinnen, wie wichtig Europa ist, Erdogan, dass das auch damit was zu tun hat, dass er sieht, okay, mit der Autokraten geht man auch so um. Und natürlich sind auch Entwicklungen wie die Wahlen in den USA, glaube ich, sehr, sehr entscheidend gewesen. Und das wird auch in naher Zukunft sehr wohl, glaube ich, einiges auch nochmal neu bewegen. Und ich hoffe zumindest, dass die Bundesregierung da auch nochmal mutiger wird, eine Außenpolitik zu betreiben, die menschenrechtsorientiert ist. Und vor allen Dingen, die Bundesregierung muss endlich eine Antwort darauf finden, wie will sie mit der kurdischen Frage verfahren, denn wir reden ja heute und gedenken ja heute einem kurdischen Rechtsanwalt, der getötet worden ist, weil er eine politische und eine friedliche Lösung
in der kurdischen Frage wollte. Genau. In einer Hinsicht ist die Türkei aber auf jeden Fall in Deutschland angekommen. Und zwar mit Agenten. Man spricht von etwa 8000 Agenten und denen, die halt den Geheimdiensten zuarbeiten. Und in der Türkei wird aktuell Garopaylan, der armenischstämmige Abgeordnete, HDP-Abgeordnete im türkischen Parlament, sehr unter Druck gesetzt. Aber auch in Deutschland werden Menschen unter Druck gesetzt. Lieber Burak, bei dir ist man ja ganz perfide über deine Eltern gegen dich vorgegangen. Und man hat deinen Vater angerufen, soweit wir das jetzt auch der Presse entnommen haben, und hat ihm gesagt, er soll dir sagen, du solltest aufhören, die Dinge zu äußern, die du äußerst. Was ist das denn Schlimmes, was du da äußerst? Ja, ich denke, je lauter man die Politik Erdogans kritisiert, desto mehr gerät man ins Visier und ins Fadenkreuz seiner autoritären Politik. Und in der Türkei wird man eben verhaftet bzw. ermordet, so wie Hayri Elçi es passiert ist, Mensch war, der immer vermitteln wollte zwischen Türken und Kurden und immer eine friedliche Lösung des Kurdenkonfliktes für sich gesehen hat. Und so sehe ich das auch. Also es wird keine gewaltvolle Lösung dieses Kurdenkonflikts geben. Es wird nur friedlich gelöst werden können. Und das scheint natürlich das Erdogan-Regime, aber auch seinen starken Bündnispartner, die faschistische MHP, zu stören, dass sich hier sowohl das Erdogan-Regime als auch die kurdenfeindliche Politik des Erdogan-Regimes hier in Deutschland, also mitten in Europa, deutlich kritisiere als Wissenschaftler, als Politologe. Und deswegen versucht man, diesen perfiden Weg einzuschlagen über die Menschen, die einem am nächsten stehen, die man sehr lieb hat und die Familie sind, Freunde sind. Über diese Menschen versucht das Regime jetzt das, was sie in der Türkei versucht hat, erfolgreich umzusetzen, nämlich die Opposition und kritische Stimmen auszuschalten bzw. umzubringen, versucht sie auch jetzt in Europa diese Strategie hier fortzuführen. Und wir dürfen uns von diesem Klima der Angst, was Erdogan in der Türkei verbreitet hat, dürfen wir auch nicht zulassen, dass diese hier in Deutschland fortgeführt wird. Und ich habe natürlich lange überlegt, mache ich das öffentlich oder nicht. Ich bin dann aber zur Entscheidung gekommen, dass man das öffentlich machen muss. Denn genauso wie du, Çiller, erzählt und berichtet hast, habe ich, nachdem ich diese Problematik offen kommuniziert habe, von vielen Seiten Nachrichten bekommen, Anrufe bekommen, die mir gesagt haben, dass Ähnliches auch ihnen passiert sei und dass sie Ähnliches auch erlebt haben, ob das die Eltern, Freunde, Verwandte gewesen sind. Und diese Regime, diese autoritären Systeme leben ja davon, Menschen mundtot zu machen und einzuschüchtern. Und, da gilt es natürlich, standhaft zu sein und da vielleicht auch etwas Mut hier einzubringen und sich nicht einschüchtern lassen, wobei ich natürlich auch Menschen verstehe, die sagen, ich möchte das nicht öffentlich machen, ich kann es aus bestimmten Gründen nicht öffentlich machen, das ist jetzt gar kein Vorwurf an die Menschen, die einfach sich nicht dazu geäußert haben, aber es ist wichtig, dass man diese Angstmauer einfach zerstört. Und man hat ja gesehen, dass auch
viele Menschen sich solidarisch erklärt haben. Und ich bin ja kein Einzelfall, wie du beschrieben hast. Es gibt Jan Dündar, der steht unter Polizeischutz. Ich habe jetzt auch Polizeischutz bekommen. Es gibt Heiko Badat, armenisch-türkischer Journalist in Berlin, auf dem ebenfalls ein Killerkommando seitens des türkischen Staates gesetzt worden ist. Und Bediwan Aslan jetzt ganz aktuell in Wien. Sodass wir von einem System sprechen können. Nicht mehr von Einzelfällen, sondern von einem System der Unterdrückung von Oppositionellen und Erdogan-Kritikern auch im Ausland. Und da ist natürlich sicherlich, wie Bediwan einmal deutlich gemacht hat, der Prüfauftrag, so muss man ihn ja korrekterweise nennen, es ist ein Prüfauftrag zum Verbot, ein Verbot der Grauen Wölfe, ein richtiger Schritt, denn man muss auch dieses Netzwerk von Erdogan entschieden bekämpfen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln. Und das Erdogan-Netzwerk ist ja mittlerweile in Deutschland und in Europa, hat sich breit aufgestellt, ob das jetzt politische Organisationen sind wie die Grauen Wölfe oder die UID, die AKP-Vorfeldorganisation, ob es religiöse Einrichtungen sind wie die BITIB, hier, das sagt ja nicht ich, das sagen die Sicherheitsbehörden und die Innenminister ganz öffentlich, auch jetzt im NRW-Landtag, die ja Hinweisgeber und Spitzeltätigkeiten erfüllen und Menschen hier bespitzeln und Hinweise geben an den türkischen Geheimdienst. Und diese Spitzeleienverfolgung von Erdogan-Kritikern muss auf deutschem Boden aufhören. Und insofern bin ich natürlich gespannt, was aus dem Prüfauftrag für das Verbot der Grauen Wölfe wird. Aber die Bekämpfung des Erdogan-Netzwerks in Deutschland, in Europa, muss auf die Tagesordnung. Und wenn ich eine Wunschliste hätte, und bald ist ja Weihnachten, dann wäre das ein Punkt, sowohl dieses Netzwerk zu bekämpfen, aber auch die türkische Opposition nicht im Stich zu lassen, die Zivilgesellschaft dort zu unterstützen und natürlich außenpolitisch das Regime dort treffen, wo es wirklich verletzlich ist, nämlich bei der Wirtschaft und bei den Interessen des Erdogan-Regimes in der Türkei. Bediwan, wir haben ja jetzt gehört, wie erschreckend und besorgniserregend das eigentlich ist, dass auch in Deutschland diese, ich sag mal, türkischen Netzwerke, wie Burak sie formuliert hat, es gibt. Und du hast vorhin gesagt, die deutsche Außenpolitik, sie ist nicht mutig. Und jetzt haben wir eine Überprüfung zum Verbot der Grauen Wölfe in Deutschland. Wie gehst du denn national mit solchen Entscheidungen? Wie bewertest du sie? Ist sie mutig genug? Muss da noch mehr passieren? Oder wie kann man diese türkischen Netzwerke, die gerade in Deutschland sind und viele Menschen bedrohen, die sich einfach öffentlich äußern und das kritisieren, was man auch kritisieren muss, ja, zu bekämpfen? Also ich finde schon, dass dieser Prüfauftrag aus dem Bundestag ein wichtiges Zeichen gewesen ist, dass damit zum einen verdeutlicht worden ist, dass dieser menschenverachtende Nationalismus, türkische Nationalismus nicht mehr hingenommen werden will und dass man den auch nicht mehr ausblendet. Weil über Jahre hat man den vollständig ausgeblendet, beziehungsweise dieser Ultranationalismus ist auch ein bisschen relativiert worden als ein innertürkischer Konflikt, als ein türkisch-kurdischer Konflikt und lassen wir die mal so sich auseinandersetzen und sich gegenseitig kloppen, so, aber uns stört das nicht, dass man das aber zu einem innenpolitischen Thema jetzt gemacht hat, zu einem sicherheitspolitischen Thema, ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Es ist innenpolitisch ein wichtiges Zeichen und es ist natürlich auch außenpolitisch ein wichtiges Zeichen, weil wir ja wissen, dass sozusagen der verlängerte Arm der Grauen Wölfe, die MHP, de facto ein Koalitionspartner von Erdogan in der Türkei ist. Ja, also de facto regierungsbeteiligt ist. Also deshalb ist es auch sehr wohl außenpolitisch, glaube ich, hat das sehr wohl auch eine Signalwirkung und das ist wichtig gewesen. Jetzt geht es aber darum, diese Debatte, die halt eher wirklich geprägt ist von
ja, von einer Signalwirkung, das aber auch sehr wohl auch mit Leben zu füllen. Das heißt, wir brauchen ganz viel Aufklärungsarbeit in die Zivilgesellschaft. Wir brauchen Aufklärungsarbeit in die politischen Parteien hinein. Wir brauchen Aufklärungsarbeit bis in die Medien hinein, mit welchen Strukturen wir es eigentlich hier zu tun haben. Die sind ja nicht immer sehr schnell erkennbar. Sie sind nicht zu packen. Es sind ja mehr auch lose Netzwerke sehr oft. Es sind Fußballvereine, es sind Boxerclubs, es sind Cafés, es sind Teestuben. Die kann man nicht und wird man auch nicht so zack verbieten können. Das wird nicht die Antwort darauf sein. Aber den richtigen Umgang damit zu finden, ist natürlich auch eine Herausforderung an die demokratische Zivilgesellschaft, an die Medienlandschaft, an die Wissenschaft und natürlich auch an die Politik, ganz genau zu wissen, wer agiert da wo eigentlich. Und darüber hinaus brauchen wir, finde ich, auch ganz klare, aber auch Sicherheitsmaßnahmen für kritische Stimmen hier bei uns im Land, für Oppositionelle, die neu hierhin einwandern, zum einen, also die hierhin fliehen müssen, bis die wirklich auch geschützt sind. Auch das ist ja nicht immer gewährleistet. Wir haben ja immer noch diese Skandale mit den BAMF-Akten zum Beispiel, die in die Hände der Türkei geraten sind. Was ist mit diesen Menschen eigentlich geworden? Wie viele von ihnen haben jetzt auch wirklich hier Schutz bekommen, weil man befürchten musste, dass ihre Akten in die Hände der Türkei geraten sind? Ich finde, das sind wichtige Fragen, die noch gar nicht so geklärt sind. Wie werden diese Menschen geschützt? Und wie werden aber auch Menschen geschützt, wie zum Beispiel Burak Çopur und andere Akteure aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik? Nimmt man ihre Sorgen und ihre Ängste ernst? Und ich glaube, dass über Jahre ihre Sorgen und Ängste nicht ernst genommen worden sind. Dass viele auch fast schon für wenn sie bestimmte Äußerungen betätigt haben, ja für paranoid gehalten worden sind. Ja, man kann sich das nicht vorstellen, wie solche Autokraten tatsächlich fähig sind zu handeln. Ja, wenn man in so stabilen demokratischen Verhältnissen aufgewachsen ist, sage ich immer. Aber man muss sich denken, vorstellen, halt Autokraten wie Erdogan oder Putin, sie vergiften auch einfach so mal Oppositionelle. Und auf all sowas muss man vorbereitet sein. Unsere Sicherheitsbehörden müssen wachsam sein. Da muss das Personal auch dafür natürlich hergestellt sein, ja, für den Verfassungsschutz und für andere Kräfte auch, dass genau dieser Feld, also das Agieren, zum einen das Agieren von türkischen Spitzeln in Zusammenspiel mit türkisch-nationalistischen Kräften hier muss ins Fokus genommen werden. Und dafür braucht man natürlich auch Personal, dafür braucht man die Kapazitäten auch hier in den Sicherheitsbehörden, und das muss hergestellt werden. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir die Machenschaften dieser Strukturen nicht so groß reden dürfen. Ja? Der Rechtsstaat hier ist stärker als die Machenschaften von Erdogans Agenten und sonst was. Ich finde, das ist eine wichtige Message, damit sich Menschen auch wirklich nicht eingeschüchtert fühlen. Und da müssen wir auch alle sehr schnell Solidarität zeigen. Ich fand, dass das bei Burak Çopur auch wunderbar funktioniert hat, aber auch bei vielen anderen Akteuren auch. Sobald sie damit in die Öffentlichkeit gehen, dass da auch eine klare, laute Solidarität mit diesen Akteuren ist, man sich nicht zurückzieht und nicht sagt, naja, das sind irgendwelche innertürkischen Konflikte. Das ist nicht innertürkisch, das ist ein Konflikt zwischen Demokraten und Demokratiefeinden, und so muss es auch begriffen werden. Was das kurz angesprochene Thema der Akten in der Türkei angeht, die bei diesen sogenannten Vertrauensanwälten festgehalten worden sind, da geht es in der üblichen Art mit der Salamischeibenweise, dass also in einzelnen Fällen dann zunächst das Auswärtige Amt gesagt hat und das Bundesamt für Flüchtlinge, dass nichts an die türkischen Behörden gelangt sei und das hinterher dann revidieren musste. Mit dem Bundesamt haben wir im Moment partiell noch ein anderes Problem, dass die Fälle von kurdischen Oppositionellen, gegen die in der Türkei Strafverfahren laufen, teilweise sehr
hinhaltend behandelt wurden, dass es jahrelang dauert, bis man eine Anerkennung kriegt. In der Zeit bleiben die Kinder in der Türkei und können hier nicht her, weil die Eltern nicht anerkannt worden sind. Und in einer glücklicherweise noch überschaubaren Zahl von Fällen sagt das Bundesamt, diese Verfolgung der Oppositionellen, das sei ganz normale, legitime Staatsverteidigung. Jeder Staat hätte das Recht, sich eben irgendwie zu verteidigen. Das sei keine politische Verfolgung. Und das raubt einem natürlich schon den Atem, wenn man ein bisschen sieht, was in der Türkei los ist und nicht völlig die Maßstäbe verliert. Gut, da muss man sehen, natürlich haben die Antragsteller dann die Möglichkeit, dagegen zu klagen. Und bisher kenne ich kein Gericht, was das jetzt in dieser Form bestätigt hätte in den letzten Jahrzehnten. Aber zumindest für die Betroffenen ist es eine Katastrophe, weil sie dann eben zweieinhalb Jahre hier länger in diesem Wartestand hängen. Ich hätte gleich noch einen letzten Wunsch und vielleicht für meine Wunschliste zu Weihnachten, die ich noch gerne einbringen möchte, wenn auch Politik ist ja auch heute mit dabei, vielleicht auch an Wilhelm Almers und auch an die Landtagsfraktion gerichtet. Ich fand sehr wichtig die Punkte, die Wilhelm genannt hat. Ich würde diesen gerne ergänzen, dass es mit dem Verbot allein der grauen Wölfe nicht ausreichen wird. Wir brauchen auch eine effektive Kämpfung dieser rechtsextremistischen Ideologie und wir müssen hier bildungs- und integrationspolitisch auch gegensteuern. Das heißt, der Staat muss, beziehungsweise das Land und die Bildungseinrichtungen müssen auch hier bildungspolitisch gegensteuern, zumal diese rechtsextremistische Ideologie, und wir sprechen ja heute auch über die Kurdenfrage, und die Kurdenfrage ist unmittelbar betroffen von diesem türkischen Rechtsextremismus, dass wir auch in den Schulen und in den Bildungseinrichtungen die Fragen, wie die Minderheit in der Türkei, Kurdenfrage, Armenierfrage, Alevitenfrage, auch durchnehmen müssen. Wir brauchen im Prinzip so eine Art Einwanderungskurriculum. Wir müssen unser komplettes Bildungssystem auch umstellen auf die neue Herausforderung der Einwanderung und auch diese Themen in der Lage sein, durch qualifiziertes Lehrpersonal auch gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen zu diskutieren. Denn oft findet ja in den Familien durch die sozialen Medien und die türkischen Fernsehkanäle eine Gehirnwäsche statt. Und dieser nationalistischen, extremistischen Gehirnwäsche muss auch der Staat bildungs- und integrationspolitisch sinnvoll etwas entgegensetzen können. Nie zuvor hat die Türkei eine solche Finsternis, eine solche Ungerechtigkeit und Rechtslosigkeit, eine so tiefgehende Zersetzung der Gesellschaft erlebt. Die Justiz ist palasthörig. Ebenso wie auch die Sicherheitskräfte. Sämtliche grundlegende Institutionen der Republik wurden ihrer Funktion beraubt. Die Gesellschaft ist gespalten. Es herrscht Hass und Zwietracht. Das Klima von Willkür und Unterdrückung nehmen den Menschen die Luft zum Atmen weg. Tahir Elçi ist zum Symbol für Frieden, für den Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geworden. Sein Vermächtnis werden wir weitertragen. Wir werden dich nicht vergessen. Seni unutmayacağız. Emşte bir nakın.
judi bahare, memo mem yare, judi bahare, canlı serte neşire sare, canlı serte neşire sare, bütün denate her uç mecdare, bütün denate her uç mecdare, gel uçma, gel uçma. بازار دخوا کرد خواره، بازار دخوا کرد خواره، جارو جارو، جارو جارو، جارو جارو، جارو جارو، زیان ارتدم لمس حاره، زیان ارتدم لمس حاره، جارو جارو، جارو جارو، جارو جارو. Zero, zero. Memo, mem yare. Memo, mem yare. Judy, paize, paize, zere. Bichun dinate, na rengi ardu azman jare, jare, jare. Amr lima yek jare. مرن میاد جاره مخاب نبود دوباره 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 جارو 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 ممو ممیاره ممو ممیاره جارو 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 گود جان لسرته نشیر ساره رح ساره جان ساره رح ساره جان ساره از بنی را به سر و سخمه از بنی را به سر و سخمه ای سال فرمان لمزور کنداره ای سال فرمان لمزور کنداره جارو 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 ممو ممیاره ممو ممیاره ممو ممیاره ممو ممیاره.